Herzlich willkommen, liebes YouTube, ich bin's euer Nachbar und mich hat gestern ein wunderfeines Paket aus Großbritannien ereilt und ich würde mal sagen, wir gucken, was da drin ist nach dem Intro. Willkommen zurück. Flubbidi flub flub flub. Oh. Oh. Meine Lieben, was ist denn das? Oh. Waren wir wieder mal so nicelich und die haben uns das vorher geschickt, ne? Wie ihr sehen könnt, sehr, sehr cool. Signature Edition. Streets of Rage 4. Wow, die Münze ist dabei. Wie cool ist das, Leute? Wie cool ist das? Sehr, 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 sehr geil. Da habe ich gleich eine Frage an euch. Was macht ihr mit den Münzen? Habt ihr da einen eigenen Ordner, wo ihr die aufhebt? Oder gebt ihr die zum Spiel hinzu? Was macht ihr mit den Münzen, wenn ihr euch Editions von Signature holt? Würde mich interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. So, und dann. Ja, was könnte denn dann da drinnen sein, wenn die Münze uns schon sagte, was es sein kann? Meine Lieben, komplett geil. So, da, man kann es schon erkennen, ne? Postkarte ist wieder dabei, die finde ich richtig cool. Da muss ich euch mal zeigen, wo ich die mal hingebe. Street of Rage 4 mit dem Coverart vom, ja? Und, oh, mit ihm hier. Haha, sehr cool. Gefällt mir aber die Seite besser, finde ich. Ne? Signal. Streets of Rage 4. Mein Lieben, dann haben wir hier das Spiel selber. Ich habe mir die Xbox One Version geholt, weil ich bei Limited Run die Switch und die PlayStation Version vorbestellt habe. Weil ich dachte, es kommt gar nicht zu uns. Aber Signature, Rock'n'Roll. Wie ihr sehen könnt, Xbox One, Streets of Rage 4 in der Signature Edition. Dieser wunderbar großen, geilen Packung. Auch hier, Streets of Rage. Sehr, sehr coole Artworks hier hinten drauf. Ja. Ich freue mich schon, ich habe es noch gar nicht gespielt, muss ich euch sagen. Ich habe es noch gar nicht angedaddelt, noch nicht gespielt. Wie man auch sehen kann, es ist noch sealed. Ich habe es noch nicht digital geholt. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen Schnitt. Hier irgendwo rein. Oh, bitte nicht kaputt gehen. So. So. Sieht sehr, sehr cool aus. Gefällt mir wirklich. Also sehr, sehr, sehr geil. Das finde ich mal äußerst edel. Ich habe ja schon eine Signature Edition und dieses, weiß nicht, finde ich halt sehr, sehr cool und edel, komm. Komplett schwarz, blank, Seite hier oben könnt ihr auch nochmal lesen, hier. Signature Edition und sonst halt wirklich unten nochmal, oben, unten und vorne, aber sonst sehr edel, sehr, sehr edel, ja. So, jetzt musst du nur auseinandergehen, mein Lieber. Komm, wir helfen ein bisschen nach hier. Ja. Hallöchen. Ich mach das jetzt mal auf die Seite, komm. Ich glaube, warst du nicht ein Stirnband oder so? Ob ich das jemals wieder so zusammenlegen kann? Ah, sehe ich schon geöffnet, komm. Streets of Rage 4, weiß das geil, komm. Ein Band. Doch, es war das Stirnband, genau, ja. Ein Streets of Rage 4 Stirnband. Komplett geil und absurd zugleich, aber richtig geil. Richtig, richtig geil. So. Komplett cool. Wer jetzt erhoffte, Alex wird es in einem Stream benutzen? Nein. Werde ich nicht in einem Stream benutzen, weil dann sind ja originalen Nachtmarflecken drauf und dann könnte man es ja teuer auf eBay weiterverkaufen. Das machen wir natürlich nicht. Du bleibst ein Sammlerstück, mein Lieber. So, komm. Über die Flup.
geiler Shit. Was bist denn du? Kann man das sehen? Sieht aus wie eine riesen Autogrammkarte. Nummer 7254 haben wir erwischt. Streets of Rage 4. Jetzt müsste halt der Alex wissen, wer da alles draufsteht, ne? Aber sehr cool. Es ist halt wirklich eine riesen Autogrammkarte, kann man sagen, ne? So, oh, boah, wie cool. Das zeige ich euch mal hier so. Komm. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Zoomirisiere hinein, fokussirisiere. Hier oben 5 Pins. Kann ich die rausnehmen? Kann ich die rausnehmen? Komm. Mit den Hauptcharakteren. Ne? Der ist ein bisschen quer, aber sonst. Also, das will sich nicht ausgehen, ne? Aber sehr coole Pins. Die werden auch da drin bleiben. Weil ich finde, das passt einfach. Komm, das kann man hier oben wieder wunderbar. Ja, wenn der Fokus mitspielt, kann man das da vorne einfach wieder reinmachen. Das sieht einfach geil aus. Komm, das sieht einfach schmackofatztastisch aus. Dann haben wir. Ja, das Game, meine Lieben. Da gucken wir auch gleich rein, ne? Da gucken wir gleich rein. 26 Jahre später. Ist so geil einfach. 4-Player-Multiplayer, 2-Spieler online. Auf das könnte auch richtig geil werden. Und Online-Koop, ja. Und Multiplayer an einer Konsole zu viert, meine Lieben. Sehr, sehr cool. In das Spiel gucken wir gleich, denn ich habe noch was anderes entdeckt. Komm, wie geil. Ich habe mir jetzt gedacht, das ist so ein normaler Pappschuber einfach nur. Und das ist einfach nur eine CD drin, aber da sie hier kommen. Original Soundtrack. Doppel-CD. Wie geil ist das, komm. Richtig, richtig cool. Auch mit coolen Artworks und Rückseite. Mit den Soundtracks. Main Team von Streets of Rage 4 und. Richtig cool. Richtig, richtig cool. Komm. Versteckte Schätze, komm. Pack dich wieder vorsichtig hinein. Das ist wirklich, also, komm. Richtig cool. Kommen wir zum Spiel, meine Lieben. Xbox One Version, weil die anderen bei Limited Run noch ein bisschen brauchen, ne? Da gucken wir jetzt wieder rein. Es ist ja wieder nirgendwo was zum Öffnen, oder? Man könnte ja auch hier schnippidi-schnapp reinfädeln. Reinfädeln und Spaß haben. So, ein bisschen weg da oben. Genau, dann haben wir hier noch. Ich bin immer so frei, mache da einen ganzen kleinen Schnitt rein, damit ich so das Plastik hier, den Sticker wegbekomme. Ich gehöre zu den Leuten, die diese Aufkleber... Sorry. Ich gehöre zu den Leuten, die diese Aufkleber runter machen. Da gibt es ja Leute, die lassen das drauf. Dann kauft man gebrauchte Spiele und dann klebt es und ist richtig, richtig schön hygienisch. So. Dann öffnen wir das Spiel. Hey, der Schlüsselanhänger. Hey. Ich hoffe, man kann den gut erkennen. Der ist cool. Hätte ich fast vergessen. Stimmt, Schlüsselanhänger ist auch dabei. Streets of Rage 4. Sehr cool. Dann haben wir hier, meine Lieben, das Spiel auf der Xbox One Disc. Sehr cool. Wenigstens einmal jemand, der es richtig macht. So groß dürfte ein USK-Logo meiner Meinung nach auf den Originalcovern drauf sein. Und wir haben hier, wir haben wirklich ein Booklet dabei. Das ist natürlich hier verkehrt drin, weil die Xbox-Cover, ihr werdet es wissen, ja, es sind ein bisschen komisch, ne? Finde ich zumindest, warum die Spiele auf der Seite sind, keine Ahnung. Aber darum ist das Booklet auch verkehrt drin. Aber immerhin Booklet, komm. Dann haben wir hier noch das Handbuch dabei. Ich würde sagen, wir gucken da mal rein, ne? Oh, das sind die Animationen der Charaktere drin, ne? Ich hoffe, man kann sehen, es blendet hier ein bisschen. Sehr cool. Ist mal ein etwas anderes Handbuch, ne?
eher ein kleines Artbücklein, könnte man sagen, ne? Ist auch mal eine geile Idee, auf jeden Fall. Da, Bückbein. Die gute Domina. Wer kennt's nicht? Seit Teil 1, oder? Wer hat sich auch liebend gern von ihr verdreschen lassen? So. Sehr cool. Sehr cool. Ist es derselbe Gold wie aus House of the Dead? Und Ente. Meine Lieben, das ist die Xbox One Streets of Rage 4 Signature Edition. Richtig cooles Zeug dabei. Hat mir richtig gut gefallen. Sehr, sehr nicelich. Ist es was für euch? Werdet ihr euch Streets of Rage Retail nochmal holen? Habt ihr es euch digital schon geholt? Würde mich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Tschüssi, bye bye. Euer Rock'n'Roll Nachbar. Bye bye. Jetzt kommt wieder die Fettsäcke. Komm. Wenn's ihn so zerreißt, dass da Pausenbildschirm gibt, ne?